Der Gott der Zerstörung Quitela, der Rivale von Biros, was könnte er für einen Plan haben und wie könnte sich das in dieser Folge auswirken? Dies und mehr erfahrt ihr jetzt. Yola Trophy hier und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Dragon Ball Super Video. Heute haben wir die Spoiler zu der Dragon Ball Super Folge 105, deswegen Spoiler-Warnung an alle hier an dieser Stelle. Aber bevor ihr wirklich wegschaltet, noch eine kleine Sache, und zwar, es wurde etwas angekündigt, und zwar gibt es bald ein Special. Eine Stunde Dragon Ball wird es geben, und zwar hat Yonko Productions, das ist derjenige, der immer die Leaks hat von der Shonen Jump, wo die ganzen Informationen drinstehen zu dem weiteren Verlauf von Dragon Ball, von One Piece, von Boruto und so weiter und so fort, folgendes gepostet. Diesem Herbst wird es ein One Piece und Dragon Ball Special geben, was eine Stunde gehen wird, über zwei Wochen lang. Und man weiß nicht, ob es ein Crossover sein könnte. Es könnte wirklich ein Crossover sein. Es gab ja auch schon mal ein Crossover zwischen One Piece, Dragon Ball und Toriko. Aber es könnte auch wirklich so sein, dass One Piece ein Special bekommt und dass Dragon Ball ein Special bekommt. Vielleicht ist sogar das East Blue Special von One Piece gemeint an dieser Stelle. Deswegen ist es ein bisschen schwer zu deuten. Wäre aber cool, wenn wir ein Dragon Ball Special bekommen würden zu Dragon Ball Super, aber vielleicht auch zu allgemein. Dragon Ball, zum Beispiel Bardock, war ja auch ein TV-Special. Also es lief im Fernsehen. Es war nicht ein normaler Film, wie hier gedacht haben. Auf jeden Fall wäre es cool, so etwas zu bekommen. Vielleicht wieder etwas zu Bardock, nur in Dragon Ball Super Style, dass man eventuell da eine Story baut oder dass man die Story von Goten und Trunks ausnutzt, die momentan auf der Insel von 17 sind oder irgendwie sowas in der Art. Einen Alternativfilm mit Gogeta, das wäre absolut Feier. Also da ist sehr, sehr viel möglich. Ich freue mich auf jeden Fall, was da kommen wird, und wenn weitere Infos kommen werden, werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Also Freunde, Dragon Ball Super Folge 105. Spoiler ist natürlich wieder mal übersetzt worden von Herms auf Twitter. Deswegen gehen da die Credits raus, aber auch an Ken Zaire und Govita, die auch die Spoiler übersetzt haben an dieser Stelle. So, fangen wir an. Dragon Ball Super Folge 105. Mutiger Kampf. Muten Roshi setzt sein Leben ein. Roshi tritt in Aktion, der Geheimplan des Herr der Schildkröten. Das Turnier der Kraft ist nun in der Mittelphase. Mittelstage wurde hier gesagt, deswegen, ja, das könnte man auch als Arena, sage ich mal, gelten lassen, also wegen Stage. Aber ich glaube, das, was wichtig ist, ist einfach nur das, dass das Turnier der Kraft jetzt in der Mittelphase ist, dass jetzt wirklich das Finale bald kommen wird. Auf jeden Fall, der Herr der Schildkröte beginnt nun endlich loszulegen. Mit Goku, der sich mit Hit zusammengetan hat, hat sich die Situation des Turnier der Kraft von Moment zu Moment verändert. Also hier wird beschrieben, dass es halt sehr chaotisch ist alles. Sogar der Herr der Schildkröten, der den ganzen Kampf observiert hat und seine Gegner analysiert hat, beginnt nun Schläge mit dem Universum 4 Kämpfer Kawai auszutauschen. Immerhin tritt die Kraft des Herr der Schildkröten nun in Aktion. Der Herr der Schildkröten hat sich für das Turnier der Kraft einem speziellen Training unterzogen. Die Früchte seines Trainings werden nun enthüllt. Die Xenos und die anderen Götter schauen dem Ausgang des Kampfes zu. Welches Universum wird als nächstes verschwinden? Goku versucht dem Herr der Schildkröten zu helfen, aber jemand blockiert seinen Weg. Quitela diese Woche Universum 4 greift mit Sexappeal an. Der Gott der Zerstörung Quitela leitet das Universum 4 mit dem Kämpfer Kawai als vorderste Front. Sie benutzen Sexappeal gegen den Herr der Schildkröten. Der Herr der Schildkröten hat immer nach dem Appetit des Fleisches gelebt, aber wie wird er nun reagieren? Also Freunde, der letzte Satz ist ein bisschen komisch geschrieben, aber dazu werde ich gleich kommen und näher eingehen. So, erstmal kommen wir zu der Grundsituation. Muten Roshi wird gegen Universum 4 kämpfen, gegen das eine Girl, und zwar gegen Kawai. Das ist wahrscheinlich eine Anspielung auf das Wort Kawaii vom Japanischen, und das ist diese eine von Universum 4, die so ein bisschen aussieht wie Sabon, die auch diese Ohrringe hat, sage ich mal. Also ich werde euch sehr einblenden. Da werdet ihr wissen, wen ich meine. Ich finde schon ein bisschen strange, dass Muten Roshi von so einem Alien Girl ausgetrickst wird, dass er da ein bisschen nachgibt. Aber mal sehen. Vielleicht hat sie ja auch wie Sabon eine ähnliche Transformation. Und vielleicht bekommen wir ein bisschen Fanservice in der Dragon Ball Welt. Wäre auch ganz interessant an der Stelle. Aber Muten Roshi könnte wirklich wegen seiner Lust rausfliegen. Das wird ja am Ende gesagt. Er hat immer nach dem Appetit des Fleisches gelebt. Das wird halt so umschrieben, sage ich mal, dass er halt immer so gelebt hat nach Frauen und so weiter und so fort. Deswegen mal gucken, ob es ihn raushauen wird. Ja oder nein. Ich hoffe wirklich auf einen epischen Moment, weil Krillin ist auch mehr oder weniger merkwürdig rausgeflogen. Deswegen mal gucken, ob er dann wirklich nächste Woche fliegen wird. Das würde natürlich viele Predictions zerstören von zum Beispiel Ending-Theorien oder Opening-Theorien, was aber an sich nicht schlimm ist. So, kommen wir zu dem Interessanten, und zwar Goku und Hit tun sich nun zusammen, und ich denke mal, sie werden Folgendes gesagt haben. Sie werden sagen, okay, wir machen erstmal alle anderen fertig und dann kämpfen wir beide gegeneinander, und deswegen tun sie sich erstmal zusammen. Ich glaube schon, dass es möglich wäre, dass sie so etwas in der Art sagen könnten, und die Situation hat sich natürlich sehr stark verändert, weil wenn Goku und Hit gemeinsame Sachen machen, ist es schon sehr, sehr schlecht für die anderen Kämpfer. Deswegen denke ich auch hier an der Stelle, dass in der nächsten Woche wahrscheinlich oder in der übernächsten Woche wahrscheinlich sehr, sehr viele Kämpfer rausfliegen werden. Und hier steht nicht drin, ob Dispo und Kunchi besiegt worden sind, also die beiden Pride Trooper. Deswegen mal gucken, ob Goku und Hit sie fertig gemacht haben. Ja oder nein, ist aber an sich sehr, sehr wahrscheinlich. Deswegen, das wird sehr, sehr cool werden. Dann Xeno und Co. gucken zu. Nichts Außergewöhnliches. Es wird uns ein bisschen gesagt, welches Universum wird als nächstes verschwinden. Deswegen denke ich schon, dass bald eins rausfliegen wird, weil es ein bisschen suggeriert wird. Aber mal gucken. Und Goku versucht dann, den Herr der Schildkröten zu helfen, aber jemand blockiert seinen Weg. So, jetzt habe ich ein paar Predictions an dieser Stelle. Und zwar,
habe ich meine erste Prediction, eine ganz low Prediction eigentlich, und zwar, wir wissen ja, dass Universum 4 mit 8 Kämpfern ins Rennen gegangen ist. Und wir wissen, dass einer dieser Kämpfer Damon ist, der Insektenkrieger, sag ich mal, der sich vielleicht unter der Erde verstecken könnte und graben könnte. Das haben wir bei Goku ja auch schon gesehen. Deswegen denke ich, dieser könnte auftauchen und dann Son Goku den Weg blockieren. Ich denke schon, dass das sehr, sehr wahrscheinlich wäre. Es könnte ein neuer Kämpfer sein, der eventuell sich dann in Gokus Weg stellen könnte. Aber es könnte auch ganz weit hergegriffen Freezer sein, der dann doch mit Quetela etwas zu schaffen hat. Mal gucken, weil, wie gesagt, Quetela ist der Rivale von Beerus. Freezer ist der Rivale von Son Goku. Das passt auch sehr, sehr gut an dieser Stelle. Universum 4 ist das Verschwörungsuniversum. Wir haben gesehen mit dem Plot von Sidra und Quetela, dass Quetela irgendwas vorhatte. Und der Rokaioshin hat uns in der Folge 95 gesagt, dass ein Teamwechsel kein Regelbruch wäre. Das heißt, Freezer würde, wenn er für Universum 4 kämpfen würde, gewinnen und dann könnte er einfach weiterleben. Deswegen, Freezer bleibt immer böse. Deswegen ist es so ein bisschen komisch mit ihm. Man denkt immer noch, dass da was dahinter steckt und so weiter und so fort. Ich möchte da nicht zu weit drauf eingehen, aber ich denke auch persönlich, dass es vielleicht ein bisschen zu früh wäre, diesen Plot jetzt einfach einzubauen. Aber mal gucken, könnte demnach sehr, sehr interessant werden an dieser Stelle. Vielleicht endet auch die Allianz von Goku und Hit, weil Goku sagt, er möchte kurz Muten Roshi helfen und das könnte ich mir auch sehr gut vorstellen. Wie dem auch sei, Quetela greift mit Universum 4 an, mit dem Sex Appeal Kawaii stellt sich dann gegen Muten Roshi. Ich denke, diese Folge wird sehr, sehr viel mit Fanservice gefüllt sein, aber da wird natürlich noch viel, viel Stuff darüber hinaus kommen und deswegen wird das sehr, sehr cool werden in der Folge 105, wie ich denke. Ja, mal gucken, was Tenshinhan dann auch noch machen wird, weil der passt immer auf seinen Muten Roshi Summer auf. Das kann auch nochmal sehr, sehr gut mit reinspielen. Ansonsten wäre es eigentlich gewesen. Ich glaube, ich habe alles wirklich erwähnt, was es zu erwähnen gibt. Ich bin sehr gespannt, wer Goku den Weg blockieren wird und ob Muten Roshi dann nächste Folge rausfliegen wird, oder nicht nächste Folge, übernächste Folge rausfliegen wird. Was denkt ihr? Würde mich demnach auch sehr interessieren. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben an dieser Stelle. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein!